besser ist er zu Gast in der Waggonhalle. Genauer gesagt im Restaurant Rotkehlchen. Heute gibt es Petersilienwurzel. Wie die richtig zubereitet wird, zeigen uns die Auszubildenden Felix Kramer und Till Knusten. Doch bevor es losgeht, was ist die Petersilienwurzel überhaupt? Wie Sie der Name schon sagten, Wurzelgemüse. Und ja, ist in Deutschland eigentlich über die Jahre verdrängt worden, über Jahrhunderte, glaube ich, kommt jetzt langsam wieder, genau wie die Pastinake. Und ist auch mal eine schöne Abwechslung, nicht immer nur Möhre und Sellerie zu benutzen, sondern auch mal die Petersilienwurzel wieder einzubauen. Und was kommt heute auf den Teller? Die beiden Kochprofis haben sich für eine besondere Variante entschieden. Es gibt Petersilienwurzelpüree, dazu Rinderhüftsteak im Jus mit Zuckererbsenschoten und Cocktailtomaten. Sollte man bei der Zubereitung von Petersilienwurzel irgendetwas beachten? Das ist ein Anfängergemüse, glaube ich. Also Wurzelgemüse an sich ist ja, glaube ich, nicht schwer zu verarbeiten. Also, ich denke, kann man nichts falsch machen. Selbst echten Gemüsekennern ist es schon passiert, dass sie Pastinaken und Petersilienwurzel verwechselt haben. Hier nun die ultimative Erklärung, damit solche Verwechslungen in Zukunft nicht mehr vorkommen. Darf man vorstellen, Petersilienwurzel und die Pastinake, die gerne verwechselt werden, erkennen kann man es hier oben dran. Die Petersilienwurzel wächst hier oben nach außen. Zeig's mal so, sieht man's? Und die Pastinake geht hier oben ein bisschen rein. Schnell zubereitet ist das Essen auf jeden Fall. In nicht mal einer Viertelstunde haben die beiden Azubis Felix und Till das Gericht gekocht und angerichtet. Aber was macht denn nun den Charme der Wurzel aus? Der Petersilienwurzel mag ich eigentlich am meisten den Geschmack und ja, dass sie eigentlich ganz schön aussieht. Sieht gut aus und schmeckt auch noch. Das genaue Rezept finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.op-marburg/besseresser. Guten Appetit!